Das ist der Hammer, den ich waagerecht ausgerichtet fallen lassen werde. Damit während des Loslassens kein Drehmoment auftritt, werde ich ihn dabei so gut ich kann im Schwerpunkt lagern. Wenn ich ihn zu weit am Griff lagere, ist das instabil. Zu nah am Kopf gelagert ist auch instabil. Aber im Schwerpunkt immerhin indifferent. Und so lasse ich ihn dann auch fallen.